Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ungewöhnlichen Zeiten und einem ganz besonderen Anlass geschuldet, melde ich mich heute nicht aus dem Studio, auch aus keinem Außenstudio, sondern von einer wunderschönen Terrasse in der Wiener Innenstadt. Meine beiden Gäste haben etwas gemeinsam. Sie feiern am selben Tag Geburtstag und es ist noch dazu für beide ein runder Geburtstag. Ich habe den Humor immer sehr ernst genommen, das sagt der große Komödiant Otto Schenk. Seine Vielseitigkeit ist beeindruckend. Schauspieler, Theaterdirektor, Opernregisseur, Alleinunterhalter. Und auch mit jetzt knapp 90 versteht er es, sein Publikum zu fesseln. Danke, dass wir hier zu Gast sein dürfen, Herr Schenk. Ebenfalls am 12. Juni feiert Klaus Eberhardinger einen runden Geburtstag. Der Entertainer, der mit der EAV vergangenes Jahr eine letzte große Tour hinter sich gebracht hat, wird 70. Welche neuen Wege wird er beschreiten? Herzlich willkommen. Schön, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Er wird 70. Er ist also ein Jüngling. Stimmt das? Ja, ja. Nur mit 70. Was ich da alles aufgeführt habe. Ne? Was? Zum Beispiel? Das habe ich alles noch vor. Das habe ich noch vor. Ja. Auf der To-Do-Liste. Ich muss das machen, was der Otto Schenk mit 70 gemacht hat. Aha. Mit 70 ein Jüngling, fühlst du dich so? Naja, wenn er ist 90, da bin ich natürlich in der Pubertät für ihn. Ich für mich persönlich nicht. Mhm. Ich fühle mich nicht wie 70. Das ist so, ich erschrecke mich ein bisschen vor der Zahl. Vom Gefühl nicht. Es ist halt, ja. Es kommt schon noch. Das weiß ich. Das ist so, mit 60 haben wir gedacht, das ist schon schlimm, da haben wir uns ja getroffen. Aber da war nichts eigentlich. Und jetzt mit 70 merke ich schon, dass die Zellteilung langsamer geworden ist. Ja, habt ihr euch eigentlich erst einmal näher kennengelernt, getroffen, eben bei einem Geburtstag. Hochkultur trifft Popkultur, ERV küsst die Hand, schöne Frau. War das auf Ihrem Radar? Haben Sie Klaus Eberhardinger vorher wahrgenommen? Wie? Oh ja, natürlich. Ja. So. Waren da schon die Tänze? Ja, die Dancing Stars habe ich auch gemacht, 10 Jahre lang. Waren die da schon? Da war ich schon, ja. Ja, die habe ich immer mit Leidenschaft angeschaut. Ja. Das hätte ich gern mitgemacht, aber leider. Ich habe ja mitgemacht. Und ich habe ja damals, waren wir in einer Plattenproduktion und ich habe gesagt, ich setze mir an im April, weil zu Ostern bin ich da weg, weil ich kann ja nicht tanzen wirklich. Und ich habe es dann wieder aller Erwarten, also Against All Odds wieder, gebildete Amerikaner, den es ja kaum mehr gibt, sagt, habe ich das gewonnen. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass als ich gefragt worden bin, ob ich das mitmoderieren will mit der Miriam, habe ich spontan ja gesagt und ich habe es nicht bereut. Es ist toll, es ist was Spezielles, es ist kein Dschungelcamp. Waren Sie denn ein großer Tänzer, Herr Schenk? Ja. Ich habe nie Tanz war für mich immer ein Feld der Parodie. Aber da war ich ein wilder Tänzer da, manchmal. Und es war für mich, also, ich konnte das nie ganz ernst nehmen. War sehr empfänglich für gigantische Tänzer und relativ unempfänglich für den Durchschnitt. Also beim Theater ja auch so. Man hält ja nur gigantische Schauspieler aus. Wirklich. Alles andere ist eine Notlösung. Ich habe Ihnen den Klaus Eberhardinger gewissermaßen als Geburtstagsgeschenk mitgebracht, denn Sie sind ja Menschenfresser. Ja. Ja, ich bin, das heißt, es ist das beste Geschenk, das man Ihnen machen kann, ist Ihnen einen Menschen zum Fraß vorwerfen. Ja, und einen Menschenfresser, der er ja auch ist. Ja, ich habe mich 70 Jahre lang mariniert, jetzt extra vorbereitet auf dieses Gespräch. Ja, wieso Menschenfresser? Naja, ich esse einen Menschen auf, wenn ich mit ihm kennenlerne. Ich möchte wissen, wie er schmeckt, wie er riecht. Wie er geht, wie er schaut, wie er lacht, wie er gequält lacht, freundlich lacht. Also das interessiert mich. Mich interessieren seine Schwächen sofort mehr als seine Stärken. Das verstehe ich. Und das ist alles Material für mich. Das brauche ich immer für meine Sendungen und jetzt für meine Schreibereien auch. Wart ihr denn beide talentiert für das, worauf eure Karriere begründet ist? Sie haben mal gesagt, das Talent war geringer als die Erlebnisfähigkeit. Ja, ich hätte immer mehr Talent gebraucht für das, was ich vorgehabt habe.
hab's nicht gehabt, leider. Ja. Warst du ein Talent? Naja, nein. Es ist also, ich habe eine gewisse Berufung dann zum Beruf gemacht, das ist mir in den Schoß gefallen. Ich war ja auf einem ganz anderen Weg. Ich war ja auf dem Weg in die Medizin eigentlich. Das hat mich interessiert, vielleicht aus der Familiengeschichte heraus, weil da viele Ärzte waren. Und habe dann Psychologie studiert, nachher, weil die Medizin hat mich, das Grazer Institut hat mich entlassen, weil ich den damaligen Professor eine Nazi genannt habe, vor versammelter Studentenschaft, der er auch war. Ich habe ihm einfach gesagt, die Wahrheit, so einer von den Schmissbrüdern war das. Und da haben sie gesagt, da habe ich gewusst, ich werde nie mehr dort obtestieren, meine Prüfung werde ich dort nicht schaffen, in Anatomie. Und habe dann Psychologie studiert und habe dann in meiner Not, nicht wissend, wo ich hin will, wollte ich dann weg und bin gereist und bin nach Afrika gereist. Und da habe ich dann mir eingebildet, ich muss die Menschen, ich muss die Welt verbessern und habe Soziologie studieren begonnen. Mhm. Warum? Ich glaubte, dass Soziologie... Also auch Menschenfresser? Ja. Oder gleich mehrere? Es ist analysieren, aber das Interesse ist dasselbe. Es interessiert mich natürlich ein Mensch schon auch mit allen seinen Kanten und Schwächen, weil Schwächen natürlich viel aussagekräftiger sind. Mhm. Einen kurzen Zwischenstopp bei deiner Vita. Es gab ja schon ein Thema, habe ich gelesen, für eine Abschlussarbeit. Ja. Heilungsverhalten in Kleingruppen. Mhm. Was darf man sich da darunter vorstellen? Aufteilungsverhalten in Kleingruppen. Ja. War ein Thema, das mir dann der Herr Professor zugeteilt hat in der Sozialpsychologie. Ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe mich eingelesen in Meta-Fachliteratur, habe erst viel später begriffen, dass es ein sehr interessantes Thema ist. Weil da geht es darum, wie, in welchem Maße Menschen von sich aus bereit sind, mit anderen zu teilen. Im Englischen gibt es diesen Ausdruck, caring is sharing. Also wenn du dich um Leute kümmerst, dann teilst du auch mit ihnen. Und das ist schon interessant in Zeiten wie diesen, ist ja jetzt sowieso, während einer Pandemie, wie weit man bereit ist, abzugeben. Mhm. 12. Juni 1950, das ist der Tag, an dem der Herr Eberhardinger geboren ist. Da waren Sie schon 20. Ja. Sie waren am Reinhardt-Seminar und Sie haben Jus studiert. Eigentlich recht ernsthaft. Na, Jus haben mein Vater und ich einen Pakt abgeschlossen. Ich studiere Jus, was ich ganz gern gehabt habe. Diese ganzen Tücken und also dieses Geschiebe, Gerede, ich habe ja auch die ABGB gern gelesen. Der Vater hat gesagt, das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch ist wie eine Dichtung. Und vollkommen klar, man versteht es. Was man nicht versteht, sind die Kommentare. Die Kommentare sind unverständlich. Also das hat mir schon so gefallen, so die Ecken, die er mir da gezeigt hat. Mhm. Und mach die Prüfung im Seminar. Wenn du durchkommst, ist schon ein Schritterl gezeigt, dass du was, dass die dich wollen. Das habe ich gemacht. Und dann kam ein Krach im Seminar, haben sie mich gleich so überschätzt. Ich wurde immer wieder überschätzt im Leben davon. Lebe ich eigentlich heute noch. Und da war ich so, habe eine zu große Rolle als zweite Besetzung zu spielen bekommen. Im ersten Jahrgang, das war ein Verbrechen gegen die drei dort Sitzenden, die ja noch immer noch kleine Rollen gekriegt haben. Direktor in 6 Personen war das. Bin da plötzlich nicht weitergekommen, weil ich auch zu wenig Proben gehabt habe und die mich auch schlecht behandelt haben. Ich schmeiß das hin. Ich bin nicht nach Afrika gefahren, aber ich gesagt, ich mache was, ich bleibe bei Jus. Ich mache Jus. Da ist mein Vater wütend aufgestanden, der mich schon in kleinen Spielrollen gesehen hat oder sogar in größeren. Und er hat gesagt, bist du wahnsinnig, bist du ein ganzes Leben ein depperter Jurist sein, der sich ins Theater sehnt. Mach das weiter, du kannst das. Und wenn das eine schief geht, nimm das Nächste. Nimm das Nächste, das ist also, ob man das so kennt.
Ja. Im Sommer 1950, Klein Eberhardinger hat gerade in die Windeln geschissen, haben Sie bereits eine kleine Rolle gehabt im Jedermann das erste Mal in der Tischgesellschaft? Ja, in der Tischgesellschaft. Auswendig kann es, glaube ich, nicht mehr. Wie ist es mit den Erinnerungen überhaupt? Kommen neue Erinnerungen im Alter? Oder sind das immer dieselben? Die Uralten kommen immer wieder. Ja. Und die Ekelhaften lassen einen überhaupt nicht aus. Mhm. Klaus, wie ist es bei dir mit Erinnerungen? Sind die das bekannte Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können? Oder können einen die zu schaffen machen? Ich schwelge selten in Erinnerungen. Mhm. Ich habe ihn immer bewundert, weil er so viele Schmankerl gehabt hat aus der Vergangenheit und da und dort und lustige Anekdoten. Mhm. Ich bin da schlecht. Wenn das vorbei ist, ist es vorbei. Man muss mich daran erinnern, weißt du, damals dort, dann sage ich, ah ja, mhm. Dann geht das schon noch. Das geht das schon noch. Ich bin noch nicht in dem Alter, wo mir alte Erinnerungen jeden Tag als neu ins Gedächtnis schießen. Aber ich denke sehr selten zurück. Mhm. Ich schau fast nie zurück. Du hast erzählt, du bist dann mit dem Land Rover durch Afrika, das dann später erst deine zweite Heimat geworden ist. Mhm. Aber so die weite Welt, das war schon... Wichtig. Das ist aber, glaube ich, bei vielen, die so in einer Kleinstadt aufwachsen, mhm. dass dich die große, weite Welt lockt und ruft. Und du willst da raus, weil das wird immer enger. Du bist in Braunau aufgewachsen? Ich bin in Braunau aufgewachsen. Bin dort auch eigentlich politisiert worden. Mhm. Aufgrund dieser ganzen jährlichen Kranzniederlegungen, die man natürlich irgendwann einmal dann erklären musste, vom Geburtshaus vom Adolf. Und habe einen sehr guten Geschichtslehrer gehabt und war aber eine tolle Jugend. Die Jugend war schön, weil sehr viel Natur war und sehr viele Kinder. Aber ich wollte dann weg. Ich wollte dann einfach weg. Und die nächste größere Stadt war für mich ja München oder Salzburg. Und da war München das wesentlich interessantere Biotop. Und wollte dann einfach in die große, weite Welt und habe dann nach der Matura, während meines Matura-Jahres, mich selber beworben um ein Auslandsstipendium. Bei einer Organisation, die das den Schülern vermittelt hat. Und habe dann in Amerika ein Jahr verbracht und dort noch einmal maturiert. Und da ist mein Blick einfach weiter geworden. Mhm. Da habe ich gewusst, daheim bleibe ich nicht mehr. Was war die weiteste private Reise, die Sie gemacht haben, Herr Schenk? Privat war die gar nicht. Auf New York war das. Das war beruflich. Ja, das war also beruflich. Ihre Arbeit als Regisseur in der Oper. Und sehr, sehr, sehr aufregend. Ich habe mich in New York verliebt in diese Stadt. Bin mit großer Angst hingefahren. Ich war ja einer, der in St. Pölten oder in Burkersdorf schon Heimweh gehabt hat. Ich wollte immer in Wien bleiben. Mir war Wien genug. Und habe da so meine Platzeln. Ich bin ein Mensch vom Platzl. Das ist ja auch ein Platzl da. Das haben Sie gleich erkannt und fürs Fernsehen. Okkupiert. Aber New York war die weiteste Reise. Zuerst meine erste Auslandstätigkeit war Frankfurt. Und das war komisch. Ich habe es nicht ausgehalten, bis ich ins Theater gekommen bin. Mhm. Dort, Theater ist überall Heimat, wo man sich wohlfühlt im Theater, wo man mit begabten Leuten zu tun hat. Und dort waren begabte Leute und den habe ich mir mitgenommen, Rosenkavalier, das ist auch ein begabter. Stück und das könnte von mir sein, wenn ich könnte. Und dort habe ich mich dann im Theater wohlgefühlt, aber rundherum war Frankfurt. Aber weil wir gerade von der Oper reden, bei mir war kürzlich Elisabeth Kullmann zu Gast. Die Opernsängerin, die Sie sicher kennen, die hat vor ein paar Jahren sie eine Lebenskrise hatte begonnen, alles loszulassen. Schon langsam auch das Singen, das will sie auch loslassen. Sie hat ihre Wohnung verkauft, sie hat ihr Hab und Gut weggegeben, sie hat alle Kleidungsstücke weggegeben. Sie sagt, ihr ganzes Leben
passt in einen Koffer und der ist 17 Kilo schwer. Wenn ich mich bei Ihnen umschaue, geht sich das nicht ganz aus. 17.000 Kilo kommen gerade hin. Das ist meine Micky, meine Frau schuld, die meinen Geschmack immer vorausgeahnt hat. Sie hat immer Dinge gefunden, die ich gern gefunden hätte. Mhm. Und sie hat die Wohnung auch gefunden. Es war ja eine Ruine. Das war eine Ruine. Wir haben 2 Schachteln Munition aus dem Dachboden Geröll herausgeräumt. Es war gar nicht erkennbar. Ein Jahr lang ist sie leer gestanden. Kein Mensch hat das wollen. Nur meine Frau hat das wollen. Und ich bin natürlich wie zu tot erschrocken, wie wir das gekauft haben. Aber dann hat sie es entwickelt. Dann haben durch Tötung geradezu verschiedener Architekten haben wir dann einen Baumeister gefunden, der so mit der Hand die Wohnung fast gemacht hat. Aber es hat sich sehr viel angesammelt im Laufe dieser 5 Jahrzehnte, die Sie jetzt da sind. Es sind viele Vasen und Nippes und viele Erinnerungsstücke, viel Materie. Halten Sie sich da gern dran an oder belastet das auch? Nein, ich habe gern meine Epochen um mich herum. Und ich werde erinnert an die, würde mir diese Vase jetzt nicht kaufen. Jetzt kann ich überhaupt keine Vase kaufen, weil ich keinen Platz habe, sie hinzustellen irgendwo. Das ist ja dann, wenn es voll ist. Das ist so, wenn man eine Komödie macht, da hat die Giese auch einmal gesagt, da kennt man noch diese eine Point. Hat sie gesagt, nein, das Stück ist voll, hat sie gesagt. Scheide Frau. Hat sie nicht mehr. Ja, über den Humor müssen wir gleich noch reden, aber Klaus, zunächst, wie geht's dir mit dem Loslassen? Ich lasse gerne los. Jetzt gerade auch von materiellen Dingen, wenn man ein paar Mal im Leben Wohnorte gewechselt hat, Wohnungen auflässt oder jetzt, du baust gerade in Kenia wieder neue, begründet. Das ist ja dann immer auch ein Reinmachen, ein Wegschmeißen. In jedem Fall. Geht das leicht? Nein, ich nehme schon Sachen mit auch. Ich nehme schon Sachen mit, aber mein ganzes Leben lang bin ich umgezogen und habe renoviert selber. Ich habe kein Geld gehabt, hätte mir selber alles bauen müssen. Und habe natürlich so viel als möglich dann auch weggegeben. Also ich kann loslassen. Ich sammle nur, weil ich zu faul bin, aufzuräumen. Mhm. Dann sammelt sie sich an. Ja. Aber dann haue ich es weg. Ja. Aber gibt es so Stücke, die überall mit sind? Oder eins, das dir besonders wichtig ist, das du preisgeben möchtest? Ich habe drei kleine Billig-Buddhas. Ich glaube, die sind nicht einmal aus Elfenbein, die sind aus gar nichts. Die habe ich irgendwo einmal gesehen, bin vorbeigegangen, sind so klein. 3 verschiedene. Bin da vorbeigegangen und nach 10 Metern bin ich stehen geblieben, als ob die mich gerufen hätten. Bin ich zurückgenommen, habe die angeschaut, die sind auseinandergestanden, habe sie zusammengestellt. Und die haben, das sind chinesische Buddhas, die haben so ein Lachen im Gesicht. Wie ich die angeschaut habe, war ich gut drauf. Sag ich, die kaufe ich jetzt. Und die begleiten mich jetzt seit 30 Jahren. Wenn ich die nicht mit habe, bin ich nervös. Sag ich, um Gottes Willen, was passiert mir heute? Meine Buddhas sind nicht dabei. Sonst nein. Sonst habe ich eigentlich keinen Buddha mehr. Keinen, außer die 3 Buddhas habe ich keine Gegenstände, Vasen schon gar nicht. Mir tun ja Blumen leid, wenn ich sie kaufe. Ich schenke schon her Blumen auch, weil die sterben ja dann. Und ich habe es lieber so wie da in dem Garten, wenn sie schön wachsen. Was hat jeder in seinem Segment über Humor gelernt? Denn das ist ja auch ein Teil eures Tun. Alleinunterhalter zu sein, wenn auf verschiedenen Bühnen. Also die eine Point zu viel ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Ja, da gibt es schon Überbordendes und nicht weglassen können. Aber Humor ist eine Intelligenzfrage auch. Also ich kann mit Fasching gar nichts anfangen. Ich war einmal eingeladen beim Villacher Fasching. Ich hätte dort alles gestanden. Das war wieder Folter. Es war schrecklich. Da gibt es halt schon lustige, dort die eine oder andere Pointe war lustig, aber das war nicht meins. Das war nicht meins. Auf der anderen Seite so übertriebene, so Slapstick-Sachen, so wie auch der Herr Schenk im Ballettrock. Da bin ich gesessen und habe mich abgeworfen vor lauter. Da sage ich, das musst du dich trauen, das musst du aber erkennen. Das musst du so gut können, dass es nicht peinlich ist, sondern unterhaltsam. Also da gibt es eine große Bandbreite. Es gibt den gescheiten, dann gibt es den Monty Python Humor,
der ganz schräg ist und auch drauf hat und provoziert. Aber diese Faschingsgeschichten, also die Pappnasen, die halte ich nicht aus. Was ist das größte Geheimnis Ihres Komödiantentums? Ja, dass ich selber nicht verstehe. Dass ich selber nicht verstehe, dass ich ein Stück probiert habe mit einer Hauptrolle. Und wir haben gesagt, das ist anscheinend veraltet, wir finden es nicht mehr komisch. Jetzt spielen wir es so, wie es drinsteht, ganz echt, als ob das alles wahr wäre. Und komisch ist es halt nicht, wir können nicht lachen darüber. Aber wir haben das Stück gekriegt, jetzt spielen wir es. Ich war Direktor und habe diesen Auftrag erteilt, aber auch die Hauptrolle gespielt. Und wir haben das ganz natürlich gesagt, haben uns gekümmert um die Dialekte, dass die Stimmen haben geantwortet, und der besetzt, und der hat stockend geredet. Es kam zur Premiere, zu der ersten Aufführung, wo alle drin sitzen. Und wir konnten kaum reden. Beim Auftritt haben die Leute schon gelacht. Ich bin aufgetreten, habe die Tür aufgemacht und es war Applaus. Aber ich habe nur die aufgemacht. Es ist halt der falsche Moment, wo der Auftritt war, der richtige Moment für eine komische Blamage. Und dann der Großvater, also ich weiß gar nicht, was für Sätze, ich habe mir nicht einen gemerkt. Aber wir konnten kaum reden, so viel ist gelacht worden. Und wir waren in der Pause, alle, wie man mit dem germanischen Wort sagt, betroppetzt. Wir haben gesagt, wir haben das nicht verdient. Wir haben nicht gewusst, dass das kommt. Aber wenn das Publikum dauernd lacht, wie schafft man es dann selbst, ernst zu bleiben? Naja, man erschrickt ja eher, wenn es lacht. Nein, das ist, man ist auf der Bühne, ob man will oder nicht, in einem Zustand, der anders ist als das Leben. Man ist in einer, wie der Stanislavski sagt, öffentlichen Einsamkeit. Schönes Wort. Und wenn jetzt irgendein, sind die Lacher sind wie Geisterwolken, die das Tempo auch beeinflussen. Sie müssen ja warten, bis sie ausgelacht haben. Sonst versteht man den nächsten Satz nicht. Oder sie übertönen den Locher, weil er ihnen auf die Nerven geht. Aber er ist wie ein Geist. Das Publikum ist wie ein Geist, das zuschaut, leise wird, hustet, einem auf die Nerven geht. Aber man ist eigentlich ausgeliefert. Und das hat man schwimmt auf diesem trüben, stinkenden Wasser schwimmt man so dahin und weicht aus der Kloake. Und eigentlich ist die Sicherheit und das totale Richtigmachen, das hat für mich immer einen zweifelhaften Wert gehabt. Wenn ich ein bisschen daneben. Der Mensch schafft das Leben nicht, der Held schafft das Schwert nicht. Das ist ihm immer auch ein Gewicht, also ein Fechtkönner. Der ist für den Krieg nicht verwendbar. Florettfechten ist jetzt schon so, dass man nicht weiß, ob der getroffen ist oder nicht. Und Fechten im Theater muss ja so sein, dass der morden will und nicht kann. Und das Fechten aus dem Weg ist ein aus dem Weg räumen, was man auch mit der Hand manchmal macht. Unfair natürlich, am eleganten Fechten. 12. Juni 1930, das ist Ihr Geburtstag, Herr Schenk. Wissen Sie, was an dem Tag noch passiert ist?
Ich werde es Ihnen sagen, Max Schmeling wurde in New York durch Disqualifikation des Amerikaners Jack Sharkey in der vierten Runde als erster Europäer Weltmeister im Schwergewicht, Boxweltmeister. Sie haben ja geboxt eine Zeit. Nein. Oh, aber ja. Das haben Sie mir erzählt ja, mal, oder erzählen Sie Geschichten? Mal erzählt schon so. Aber geboxt. Ja, gefochten habe ich. Gefochten habe. Das Pflaster, das Sie jetzt tragen, das ist kein Boxkampf. Nein, das ist von einem Sturz, wo ich mich verfrüht ins Bett setzen wollte und nicht den Landeplatz getroffen habe. Bin ich auf die Hände gefallen, auf die Knie, irgendwie so synkopisch hintereinander. Es hat ein bisschen wehgetan, darauf habe ich mich vorgebeugt, die Hände waren unverwendbar, die Füße auch. Bin dann mit dem Kopf noch in einem vom Schicksal bereitgestellten Kasten gefallen, fast ohnmächtig geworden. Musste dann schwören, dass ich keine Kopfverletzung habe. Und dann bin ich abgerutscht und habe mit dem Auge am Teppichboden gebremst. Davon ist die Schönheit geschwunden. Mhm. Und konnte nicht aufstehen, weil die Hände unverwendbar waren. Wenn man so drauf liegt, habe es gar nicht gefunden im ersten Moment. Dann habe ich endlich eine gehabt, aber was man sagt, nur mit einer Hand, die gar nicht spürt, an, sich aufzurichten. Ich habe also so gewackelt, das konnte ich noch, schmerzlos. Bin umgefallen auf die andere Seite, dadurch sind die Beine frei geworden. Und dann habe ich mich hingekniet und vorgerutscht und dann habe ich mit den Handstummeln mich hingesetzt. Mhm. Und wie ich dort gesessen bin, habe ich gesagt, da bleibe ich jetzt mein ganzes Leben. So angenehm war plötzlich sitzen, war plötzlich so. Also wir sehen und erleben bei Ihnen immer wieder, Herr Schenk, dass selbst ja traurige Momente, bittere Lebenssituationen, die Gott sei Dank wie dieser Sturz gut ausgegangen sind, zu einem Sketch werden. Ja, weil er so farbig einen unglücklichen Sturz zu beschreiben, das ist eine Szene, das ist ein Sketch eigentlich. Ich kann das gut nachvollziehen, weil man plant ja nicht, dass man sich so blöd hinsetzt, dass die Füße plötzlich nein. sich selber fesseln, die Arme hat man auch so, und dann kommst du da nicht raus. Nein. Und dann bremst mit dem Auge am Teppich. Ich kann mir das vorstellen. Schrecklich. Ich bin dann gesessen dort, also mit diesen Händen, die man so, man kann sich vorstellen, dass ein Gekreuzigter, den man befreit, solche Hände hat. Und im Türkensitz, wie die Fürs das gemacht haben, weiß ich nicht. Die Gliedmaßen hatten ein Eigenleben und ein Eigengefühl. Ja. Und ich habe jetzt gespürt, jetzt kommt es wieder, die Hand. Das schau ich, hab's noch. Aber die zweite schaut noch traurig rein. Und dann kam die Alena, unsere geliebte Alleskönnerin an Pflege und all, die war gerade, wie ich um Hilfe geschrien habe, am Klo. Zum ersten Mal war sie am Klo, glaube ich, überhaupt. Und ich habe mich immer gewundert, wieso die nie aufs Klo geht. Da war sie am Klo. Wie ich gerufen habe, kam dann doch herein und jetzt stellen sich das arme Wesen vor, das schaut dorthin, sieht dort einen im türkischen Sitz lehnenden in der Bettschlucht zwischen Kasten und Bett, schaut auf und es rinnt ihm aus dem Auge ein Blutstrom. Das war die Platzwunde. Jetzt wird es aus dem Sketch ein großes Theaterstück. Jetzt wird großes Theater. Nein, ich kann mir das gut vorstellen. Die hat einen Schock. Aber das geht natürlich nur, wenn der Körper das auch kann. Dann kann man wie eine Katze fallen. Dir ist Körperlichkeit und Sportlichkeit und deinen Körper in Schuss halten, das ist dir sehr wichtig. Das ist mir sehr wichtig. An und über die Grenzen. Das ist, ich versuche dann einfach in Schuss zu halten. Ich bin ja von Natur aus ein eher fauler Mensch. Ich bin immer gezwungen zur Tätigkeit, zum Nachdenken. Und ich zwinge mich auch zum Sport, der mir dann schon auch Spaß macht, weil er mich ja beweglich hält. Und weil ich glaube, dass
wenn man den Körper in Schuss hat, die Muskulatur auch, das ist ja gut fürs Hirn, das weiß ich ja. Das funktioniert und swimme ich dann auch dazu. Suche mir aber dann Sachen, die mir Spaß machen. So wie jetzt, ich entdeckt habe, das Kitesurfen. Mhm. Das macht Spaß und strengt an. Das macht Spaß. Ich habe jetzt in der Pandemiephase habe ich begonnen, vor dem Fernseher, gibt es ja diese Fitnessprogramme, da 20, 30 Minuten mitzumachen. Das ist sehr anstrengend. Ich bin dann erschöpft, aber es macht mir keinen Spaß. Mhm. Ich freue mich jetzt, wenn ich wieder in die freie Natur kann und kann wieder Radl fahren, kann wieder Rollschuh fahren oder irgendwas. Was ich, also das Rollerbläden, das macht mir mehr Spaß. Ich habe einen Artikel gelesen, wo du dir über das, darüber Gedanken machst, warum das Immunsystem der Menschen überhaupt angeschlagen ist. Ernährung spielt da auch eine große Rolle. Also bist du sozusagen gesund, dich fit halten? Der Körper ist ja ein super System eigentlich. Wir kommen auf die Welt mit einem wirklich guten Immunsystem, mit wirklich guten Sachen. Das bauen wir dann ab, freiwillig zum Teil. Und zum Teil auch durch komplett falsche Ernährung. Vielleicht kommen wir jetzt in dieser Phase auch drauf, dass wir unsere ganze Lebensmittelproduktion ein bisschen überdenken sollen. Was wir da verkauft bekommen und was wir zu uns nehmen, ist zum Teil wirklich kontraproduktiv. Das ist schlecht. Das ist wie im Theater, ich stelle bewusst die schlechtesten Schauspieler ein. Dann kann das beste Stück nichts werden. Und das geht nicht. Das geht halt nicht. Und wenn der Dialog scheiße ist, kann der beste Schauspieler kann's ein bisschen verbessern, aber da wirklich was draus machen, kannst du nicht. Und wenn du dem Körper nur Abfall zuführst, dann kann dein Körper irgendwann verlässt er dich. Und ich versuche das ein bisschen auszugleichen. Ich bin nicht 100%, ich bin kein Purist. Also ich kann mich nicht nur pflanzlich ernähren, ich sündige schon auch. Haben Sie je versucht, gesund zu leben? War das für Sie eine Kategorie? Nein, nie. Ich habe nie gesund gelebt. Ich bin ein Beispiel, wie man durch falsche Diät, durch Vermeidung von Vitaminen und Vermeidung von Spaziergängen und was weiß ich, obwohl ich körperlich mich schon so fit fühlen wollte immer, bin Eis gelaufen und solche Sachen. Aber ich habe nur ab 90 das Argument, wenn ein Arzt mir einen Rat gibt, Herr Doktor, werden Sie einmal 90. So viel falsch kann er nicht gemacht haben. Ja. Denn 90 ist doch ein Alter, ja. Auch heute noch. Mhm. Ob sie alle 100 werden. Ich habe schon 100-jährige Freunde. Oder einen. Ich hoffe, ich werde nie so alt, wie ich mich fühle, haben Sie gesagt, vor vielen Jahren. Ja. Ist es jetzt mit 90 soweit? Langsam. Mit 19, man lernt den Körper so von einer anderen Seite kennen. Man merkt, dass man 10 Finger hat. Das war mir vorher nie bewusst. Jetzt spüre ich jeden Einzelnen, wenn er mir wehtut. Man merkt, dass einem die Hälfte aller Zähne fehlen. Und die lassen wir keine Nein einsetzen. Ich esse mit Zahnlücken und der Zahnarzt bettelt sich manchmal eine Zahnlücke aus. Zum Geburtstag kriegt er die Zahnlücke. Ich lache, aber ich bin auch ein bisschen betroffen. Ich schaue da ein bisschen in die Zukunft. Ich schreibe im Geiste mit, was auf mich wartet. Und sage, da muss ich aufpassen, aber es ist schon so. Mhm. Also ich merke schon, jetzt wäre 70. Ich merke schon so, das hat mich nie interessiert, das Altern oder so. Es hat mich nie interessiert, weil ich es nie gespürt habe. Und ich merke schon, wir werden ja nicht schöner. Wir hupfen auch nicht her, wir werden nicht schneller. Also ich werde sogar schöner behaupten, die Leute. Ja. Weil ich früher so ein Wassergesicht habe, ein aufgeblähtes. Mhm. Und das ist weg. Appetitlosigkeit ist eine große Gnade. Ich bin vollkommen appetitlos. Mhm. Mich freut nichts am Essen. Ich könnte schön gefärbte Molto-Brenn-Stücke, wenn sie schmecken, genauso essen wie einen edlen. Wirklich, aber vom Geschmack her ist der Geschmack weg oder so? Geschmack ist weg. Aha, aha. Und der Appetit auch. Gut, wenig essen ist aber nicht so ungesund. Ist ja. Nein, dadurch habe ich eine Diät, die ich mir vorschreibe.
Jeden Tag. Und manchmal lasse ich es Abendessen. Kann man dem Alter ein Schnippchen schlagen? Nein. Also gerade Männer, alte Männer, versuchen das doch oft durch junge Frauen, die sie dann versuchen, sich zu injizieren. Also ich habe außer meiner Frau ja fast niemanden geliebt im Leben an Frauen. Und solange sie lebt und neben mir liegt, bin ich befriedigt. Also ich brauche nur eine Gegenwart von ihr. Ich habe nie, junge Frauen waren für mich hochinteressante Objekte für meine Regie, für meine Partnerschaft. Ich habe mit großen Wert darauf gelegt, auf gute Partnerschaft im Schauspiel. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, ohne Partner ist man gar nichts auf der Welt. Aber dass ich da ein Sexualobjekt tingeln habe irgendwo, das mich ablenkt, das habe ich nicht. Dazu war ich immer zu müde. Ihr habt ja beide euer Privatleben, die Frauen, die jeweiligen Partnerschaften, nie öffentlich besprochen, sondern das immer bewahrt. War das eine sehr bewusste Entscheidung auch? Also keine Sorge, es ist jetzt nicht die Stunde der Geheimnisse gekommen, sondern nein. War das eine bewusste Entscheidung auch, um zu sagen, Achtung, Stopp, wenn die mal im Schlafzimmer sind, dann sind sie da in den guten wie in den schlechten Zeiten? Das ist richtig. Das geht niemandem was an. Das ist mein Café. Es gibt Leute, die gerade jetzt in Zeiten der sozialen Medien, die in den sozialen Medien also sich exhibitionieren, also die sich ausbreiten, übertreiben, so dieser Wendler zum Beispiel und so weiter, und davon auch leben, weil er ja mit den Likes verdient er ja. Ich will nicht, dass die Leute wissen, was ich mache, mit wem ich es mache, wo ich bin. Ich habe einen Facebook-Account eröffnet und nicht betreut. Ich habe einen Instagram-Account jetzt gemacht, die Miriam gesagt hat, setzen wir uns am Freitag hin und mal live chatten. Und habe es dann auch nicht mehr betreut. Ich mag das nicht. Ich will nichts, was mein Privatleben ist, das ist meine Geschichte, das gehört mir. Aber war dir das schnell klar, auf diesem Weg ins Berühmtwerden? Weil gerade am Anfang ist man ja dann oft auch sehr bereit, alles zu geben. Nein. Ich hab die Bühne, dann ist das Leben auf der Bühne, das ist ein eigenes Leben, das ist ein eigener Zustand. Sowohl bevor man auf die Bühne geht, als auch dann auf der Bühne. Und nachher ist wieder ein ganz anderer Zustand. Aber das Privatleben bleibt nur dann privat und vor allen Dingen auch angenehm, wenn es gerade keine Probleme gibt, wenn man den zigtausend Leute zuschauen dabei. Das brauche ich nicht. Aber Herr Schenk, jetzt heißt es ein intimes Lebensbild. Das Buch, das Sie gemeinsam mit Ihrem Weggefährten Michael Horowitz zum Geburtstag ausgebracht haben. Ein ironischer Nebentitel. Dachte ich mir fast. Ja. Wo war das? Das war in meinem See, den Irrsee bezeichne ich als meinen See. Mhm. Das ist ein Moorsee. Und das Moor ist gesund, wenn man sich damit einreibt. Ich finde, man wird zuerst einmal sehr dreckig. Das ist der Maritschek, oder? Der Maritschek muss das sein, ja. Das ist mein geliebter Bühnenbildner. Mhm. Der schon gestorben ist. Mhm. Wollten Sie eigentlich berühmt werden? Ja. Und ich wäre sofort vom Theater weggegangen, wenn ich nicht die Chance in mir gefühlt hätte, dass ich hinauf kann. Wo hinauf und wie hinauf, das ist eine Ansichtssache. Wann ist man oben? Und welcher Gipfel ist der Gipfel, den man ersteigt? Und in welchen Kreis man gerade hinauf? Und die Arbeitsmethode war, das Nächste, was zu machen ist, als das Wichtigste zu nehmen. Genau. Den nächsten Satz, den nächsten Buchstaben beim Schreiben, den Anfang eines Satzes, Anfang eines Buches. Ich habe nur... Das ist ein spätes Talent, das andere in mir entdeckt haben, das Schreiben. Ich kann nur schreiben, was ich diktiert habe und höre. Mhm.
ich kann nicht schreiben, was geschrieben ist. Das Geschreibsel. Ich kann es auch nicht selber schreiben, ich muss es reden. Und dann bestehen, dass es wörtlich gedruckt wird. Wolltest du berühmt werden? Du hattest Angst, habe ich einmal gelesen, auf die Bühne zu gehen, ganz am Anfang. Na ja, am Anfang schon, weil ich das ja nicht gewohnt war. Ich habe ja einen ganz anderen Weg vorgehabt. Ich wollte eigentlich dann auch in die Wissenschaft gehen. Ich wollte dann eigentlich auch in die Gentechnologie gehen und so, was ja jetzt interessant gewesen wäre. Mhm. Und Gehirnchirurgie machen und solche Sachen ursprünglich. Und dann bin ich abgedriftet, habe dann Straßentheater gespielt, aber das hat nicht den Sinn gehabt, berühmt zu werden, sondern um die Nazis zu ärgern. Das haben wir auch gut geschafft. Und dann bin ich eingestiegen bei der ERV. Das war eigentlich, es war ein Abenteuer. Es war ein Abenteuer. Und für mich eine kurze Auszeit, um eine Dissertation abzubrechen. Also mal so eine Pause zu machen. Und habe dann gemerkt, das gefällt mir. Und dann ist es so, das Wichtigste ist das Nächste. Das war interessant, aber ich wollte das auch gut machen. Und habe ich gemerkt, und dann Erfolg haben. Es muss das, was man macht, muss... Man spielt ja für die Leute auch irgendwo, aber uns dann ab und zu auf die Nerven gehen, weil man spielt, oder stören. Aber man will, dass das ankommt, dass die Leute dann wollen. Und was man macht, dass das auch mit Applaus belohnt wird oder mit einem Lachen oder mit der entsprechenden Reaktion. Aber diese Angst, auf die Bühne zu gehen, kannst du die noch anspüren? Die war weg. Als ich auf die Bühne kam, das erste Mal, vorher habe ich... Ich habe gezittert, ich hätte jede Summe, ich hätte einen Kredit aufgenommen, wenn ich nicht raus muss, beim ersten Mal. Ich habe gesagt, um Gottes Willen. Und dann war die Musik angegangen, ich habe gesagt, ich kann da nicht mehr zurück. Ich habe einen Herzinfarkt gehabt, da kann ich nicht mehr zurück. Jetzt muss ich aus und dann bin ich raus und dann waren die Leute, ich habe meine ersten Sätze gesprochen. Und das war so und die haben gelacht und das war herrlich, sage ich. Das ist super, das war dann wie, da bin dann geflogen, geschwommen. Und da habe ich dann gemerkt, das ist wahrscheinlich etwas, was ich gern mache. Das Berühmtsein oder berühmt werden, das ist ja ein Nebeneffekt. Das ist ein Nebeneffekt. Ja. Das ist also als Ziel kann man das nicht definieren. Mhm. Mögen Sie Ihr Publikum? Also wer ist diese Öffentlichkeit für Sie? Sind das die Fans am Bühneneingang oder sind das die Nein. Briefe mit Autogrammwünschen? Ist das die Wolke, von der Sie vorher gesprochen haben? Ja, es ist am ehesten die Wolke. Es sind nicht die Fans. Wenn man nur für Fans spielt, ist das ganz was anderes. Ein Fanpublikum ist ganz was anderes als ein gewöhnliches Publikum. Und ich bin für das gewöhnliche Publikum. Ich habe das Gefühl, bei meinen 100 Abenden, die ich nebenbei mache, die jetzt der Ersatz fürs Theaterspielen sind, ich nehme mir mein Publikum immer mit. Es sind immer dieselben, habe ich das Gefühl. Und das ist interessant. Das geht von Schleswig-Holstein bis nach St. Pölten und bis an nach was weiß ich wo. Und in Wien, im Konzerthaussaal vor 1000 Leuten oder in einer Gesellschaft, in einem Kaffeehaus. Das ist seltener, weil es sind immer zu klein, die Kaffeehäuser, für mein Publikum. Und das, was ich nicht leiden kann, ist, wenn es ausbleibt. Und das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Sie haben jetzt all die Abende, die es zum Geburtstag geben hätte sollen, in den Herbst verschoben. 13 Termine stehen da im Moment, sind vereinbart. Sind Sie so ein Optimist, dass Sie das schon in den Kalender schreiben? Oder ein fröhlicher Pessimist? Ich bin kein Optimist, aber was ist, wenn es gut ausgeht? Da muss man da sein. Es kann ja sein, dass ich nicht mehr reden kann oder nicht mehr gehen werde ich nicht mehr können beim letzten Abend. Aber da kann man mir rausschirmen. Das ist kein Problem. Aber was ist, wenn es gut ausgeht, ist ein schöner Satz. Bitte? Was ist, wenn es gut ausgeht? Wenn es gut ausgeht. Den muss ich mal merken. Dann muss man diese Abende liefern. Das ist fast eine Drohung. Ja. Was ist, wenn es gut ausgeht? Ja, Klaus, bei dir auch natürlich, ja. Wie für alle, eine Ausnahmezeit. Also Dancing Stars aufgeschoben, Watzmann-Konzerte hätte es geben sollen. Ja, das ist was Persönliches, auch mit dem Wolferl Ambros. Der Wolferl Ambros hat eine Operation gehabt,
wo er mir ein Foto geschickt hat, sagt er, schau her, steh wieder aufrecht. Also schrecklich, unter schrecklichen Schmerzen hat der gelebt eigentlich am Schluss schon. Und der steht aufrecht, der ist zwar versteift, aber steht aufrecht, ist schmerzfrei. Und ich sage, weiter, einmal spüren wir den Schmarrn einmal. Tu mit. Sag ich, nein, das ist schon eine sehr alte Geilgalerin, aber mir ist wurscht. Ich mach das. Ja, ich mach das halt noch. Dann ziehe ich mich halt noch einmal die Frauenfetzen an, die ich am Schluss schon gehasst habe. Sag ich, einmal mach ich es noch. Und jetzt ist das verschoben auf nächstes Jahr, im Herbst. Und also wenn das wirklich noch stattfindet, dann die 20 Vorstellungen. Das ist, auch wenn ich im Vorfeld manchmal Sachen nicht mag, wenn ich auf der Bühne stehe und das funktioniert, dann macht es mir wieder einen großen Spaß. Ja, ja. Aber wie geht es euch in dieser Zeit jetzt? Also wir müssen jetzt gar nicht diese weitreichenden gesellschaftlichen und politischen Folgen, die diese Zeit hat, besprechen. Aber es zeigt ja auch zum Beispiel, dass es schon eine Selbstüberschätzung ist, zu glauben, dass wir das, was wir in den Kalender schreiben, dass das eine Gültigkeit hat. Ja. Na gut, ich muss sagen, ich bin in der glücklichen Lage, daraus, dass wir die Abschiedstournee letztes Jahr gehabt haben, hatte ich ja sowieso vor, jetzt eine große Zäsur einzulegen und bin mit anderen Sachen beschäftigt. Ich habe in Afrika ein paar Projekte, die ich fertig machen möchte und muss. Auch das ist jetzt unterbrochen durch diese Corona. Horror-Szenario, das ist ja wirklich wie ein schlechter Film ist das. Aber dann wird es mich schon wieder jucken und es wird im Herbst das Dancing Stars jetzt wahrscheinlich geben. Und nächstes Jahr gibt es halt dann schon Ideen, die eine oder andere Idee, wo man wieder kurz auf die Bühne zurückgeht. Kannst du da schon andeuten, in welche Richtung das geht? Alleine oder? Naja, nein, es gibt ein paar so Ideen, das ist so, weiß ich nicht. Also, ganz weg kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du nicht vorstellen. Ein bisschen. Was soll ich sonst machen? Ich habe sonst nichts gelernt. Wie geht es Ihnen in dieser Zeit? Die Sorgen, die Ängste? Nicht. Erstens einmal bin ich erschüttert über die Gegenden, wo sie wirklich zuschlägt. Mhm. Bin noch mehr erschüttert über Gegenden, wo die Vorsichtsmaßnahmen so arg sind, dass keiner hinfliegt. Also, da verhungern ja Menschen jetzt. Mhm. Verhungern, wo ist das hin? Was hörst du aus Afrika? Naja, nein, das droht dort. Afrika selbst ist ja noch nicht so wirklich betroffen. Also da wütet noch kein Virus. Nein, aber... Das kommt jetzt, das ist angekommen dort. Und es beginnt halt mit so 20er, 30ern, 100er. Und auf einmal sind es 1000er. Und in den Slums dort, und dann spürt es sich schon ab. Es gibt genug Menschen, die dort einfach nicht so gesund sind, nicht so stark sind, wo das Immunsystem abgegriffen ist. Das muss aber nicht sein. Aber es ist halt schrecklich. Aber man muss schon aufpassen, die Verhältnismäßigkeit zu bewahren, dass da mit diesen ganzen Lockdowns nicht eine derartig horrende soziale Situation geschaffen wird, dass mehr Leute verhungern, als an dieser Krankheit sterben. Also das ist schwierig, das ist auch für Politiker schwierig. Ja, es ist überhaupt eine Zeit, wo sich Politiker profilieren können, glaube ich. Ich schaue immer, was dieser Trump daherfasselt. Das ist unglaublich. Ich sage dann immer, gut, die Amerikaner haben den Präsidenten, den sie verdienen. Blöderweise hat er viel Einfluss auf den Rest der Welt auch. Aber das ist ein derartiger Tölpel. Das ist unglaublich. Was haben Sie in den 90 Jahren Ihres Lebens über Politik, über dieses Ringen um ein gutes Miteinander gelernt? Was ist letztendlich wirklich wichtig in der Politik? Letztendlich ist wichtig, dass man bereit ist, für eine gegenteilige Meinung zu streiten, wenn sie ungerecht verboten wird, zum Beispiel. Und wenn also eine menschliche Meinung, ich meine, es gibt ja pseudomenschliche Meinungen, die jetzt so ein bisschen eigentlich immer so ein bisschen eine Randkarriere gemacht haben. Ich war allergisch gegen das Radikale. Und ich bin allergisch gegen intolerante Religionen. Ich bin ein Christ, waren genug Intoleranz. Aber sie bemühen sich jetzt wenigstens ein bisschen. Ich bin ja nicht gläubig.
können machen, was sie wollen. Glaubst du, hast du sogar mal in deinen jungen, wilden Jahren mit den kommunistischen Studenten sympathisiert? Ja. Ich war Mitglied des KSV, des Kommunistischen Studentenverbandes. Was sagt ein bürgerlicher Rockstar da heute dazu, sozusagen? Naja, was ist für dich immer noch gut an der Idee und wo sagst du, okay, naja, ich war jung? Die Idee, dass man die Mehrheit vor die Minderheit stellt, also eine Gesellschaft besteht aus vielen Menschen und die Mehrheit sorgt dafür, dass sie funktioniert. Was bei uns passiert, ist ganz was Eigenartiges, wo ich den Kopf schüttel, dass die Finanzwirtschaft, die nichts produziert, die nichts herstellt, das Zepter übernommen hat und den Lauf der Dinge diktiert. Die Realwirtschaft ist hinten. Und in so einer Krise, wie wir sie jetzt haben, sind die Leute, die arbeiten, die trifft es am meisten, die haben auf einmal kein Geld, denen schwimmt alles da weg, so wie in Amerika ist ganz schlimm, weil es keine Sozialversicherung gibt, keine Gesundheitsversicherung, gar nichts. Also da sage ich, eine Politik sollte schon, braucht Politiker, denen das, so abdroschend das klingt, das Allgemeinwohl wichtig ist. Mhm. Und dann aber auch zu Entscheidungen stehen, die jetzt nicht gerade populär sind und vielleicht bei der nächsten Wahl ein paar Stimmen kosten könnten. Also diese Aufrichtigkeit, die fällt mir schon sehr oft. Mhm. Der Michael Nirvarani hat geschrieben dieser Tage, wir haben 8 Wochen lang nur das gekauft, was wir wirklich brauchen und unsere Wirtschaft bricht zusammen. Was sagt uns das über unsere Wirtschaft? Das stimmt schon, stimmt. Wir sollen das überdenken. Ich glaube, es wird ein paar neue Beginne geben müssen. Wir sind in dieser Verbrauchs- und Wegwerkgesellschaft jetzt groß geworden. Und wenn man Wirtschaft darauf aufbaut, dann ist es wie auf Sand bauen. Das kann nicht funktionieren. Mhm. Das geht nicht. Und wenn eine Wirtschaft so ausgerichtet ist, dann muss man das System überdenken. Ich glaube, das System ist krank, viel kranker als die Menschen jetzt sind. Mhm. Sie haben die Zeit des Aufbruchs und des Aufbaus dieses Landes nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt als ganz junger. Was ist wichtig für Aufbau? Auch immer das Nächste, was zu tun ist. Mhm. Diese langen Theorien, der Fiege und der Raab, da gab es jetzt so Filme, die haben gar nicht gewusst, was sie machen. Fast. Und die hätten keine großen Sachen von sich geben können, wenn man sie gefragt hätte. Aber ich finde, man muss das Nächste, bis irgendwas kommt, was gescheit ist, muss man das Nächste, was einem umgibt, gescheit machen. Und vorsichtig und liebevoll. Man muss die Leute gern haben. Man muss viel mehr die Leute gern haben. Wenn man die Leute gern hat, dann versteht man sie. Wenn man sie gern hat, reden sie mit einem leichter. Ich habe von den Regisseuren, die mich gern gehabt haben, viel mehr gehabt als von den Hochbegabten, die nur sich gern haben. Herr Schenk, Sie haben in unserem Gespräch die guten Freunde, auch die jetzt 100-jährigen Freunde, erwähnt. Wie ist es mit der Vorstellung eigentlich, dass so viele Freunde und Weggefährten nicht mehr da sind? Macht es das leichter? Also haben Sie die Vorstellung, dass da irgendwie die Elfi Ott und der Mulja und der Lona und der Farkas, dass sie da irgendwo sitzen und dann Spaß haben? Nein, überhaupt nicht. Es ist die schmerzlichste Erfahrung meines Lebens, ist das Sterben der Älteren. Der Jüngeren sowieso, das ist eine Katastrophe, wenn es ein Jüngerer ist, wie den Rolf Langenfass zum Beispiel hier in dem Buch. Was soll man mal über den Schenk sagen? Ist Ihnen das wichtig? Nein. Nein. Den Deckel zuhauen und vergraben. Ja, der Tod ist ja für einen selber nicht so schlimm. Es ist dann ziemlich alles wurscht nachher. Aber ja. Es ist noch, wenn Eltern, wenn Freunde wegsterben, wenn Partner wegsterben. Furchtbar. Das ist ein Loch. Furchtbar. Man hat auf einmal, da sind Löcher, da ist ein Vakuum. Das muss man ja füllen.
Das kann man nicht immer selber leisten. Das kann man nicht. Ich bin noch nicht in der Situation, dass wir so, so viel weggestorben sind. Also jetzt Partner, sind schon Leute weggestorben. Das ist nie angenehm, weil an die hat man sich ja auch irgendwann einmal beraten. Zum Teil auch mühsam gewöhnt. Wirklich. Ja, und beraten mich. Ja, ja. Ich habe keinen mehr, den ich anrufen kann in der Früh und ihm was fragen. Den Jungen glaube ich halt nicht so. Nein, das geht das gar nicht. Also dieses Märchen, dass da, ich verstehe schon Leute, die sich an dem anhalten, dass das einen gewissen Trost gibt. Das ist jetzt die Oma und der Opa und was weiß ich, da wer auch immer sitzen da oben und schauen, also, ja, wem es hilft, das soll ich das machen. Aber ein halbwegs nachdenklicher Mensch kann das nicht akzeptieren, das geht nicht. Mhm. Oder wie der Wolferl gesagt hat, man soll dann ab und zu dran denken, der hat einmal einen wirklich gescheiten witzigen Satz gesagt, was ist, wenn nichts ist? Wir alle glauben an das Leben nach dem Tod. Aber was ist, wenn nichts ist? Mhm. Es wird uns wurscht sein. Na, wir halten uns an Otto Schenk. Was ist, wenn es gut ausgeht? Ja. Das soll am Ende stehen. Ja, ich sage Dankeschön. Ich darf euch keine Geburtstagsküsse übermitteln, obwohl ich das an dieser Stelle gerne würde. Noch heißt es Abstand halten, sage danke für diese schöne, besondere Begegnung, darf jetzt schon gratulieren. Der Geburtstag ist ja dann erst am 12. Juni. Im ORF wird es am Vorabend, am 11. ein Porträt der Menschendarsteller über Otto Schenk zu sehen geben und viele andere Programme zu ihren Ehren. Ich sage Dankeschön, Klaus, Dankeschön, Otto Schenk. Alles Gute natürlich weiterhin für diese durchaus herausfordernde Zeit. Nächstes Mal sind wir dann wieder zurück im Studio. Ich freue mich dann auf Altbundeskanzler Wolfgang Schüssel. Außerdem wird Jesuitenpater Georg Sporschil da sein, die Elefantenforscherin Angela Stöger-Horvath und Percussionist Martin Grubinger. Nächsten Donnerstag bei mir. Bis dahin, auf Wiedersehen.